Servus und hallo bei Under the Silver Screen. Mit mir, dem Martin und einer weiteren Review. Heute soll es gehen um den Film Apostle von Gareth Evans, den man auf Netflix streamen kann. Er ist auf Netflix direkt erschienen, also eine Eigenproduktion. Und es geht in dem Film um den Thomas, der auf eine Insel reist. Und auf dieser Insel lebt, so kann man schon sagen, eine Sekte, eine religiöse Gruppierung, die seine Schwester gekidnappt haben, oder beziehungsweise dort ist seine Schwester im Grunde verschwunden, und seine Mission ist, dorthin zu fahren und seine Schwester zu suchen. Und mehr braucht man zum Inhalt nicht wissen, oder darf man nicht wissen. Dazu gleich einen großen Disclaimer: Ich werde auch da wirklich den Trailer absolut beschneiden, anders wie ich es jetzt mache, weil je weniger man von dem Film weiß, desto besser. Ich habe keinen Trailer angeschaut im Vorfeld zu diesem Film, ich habe nur auf der Netflix-Startseite gesehen: Gareth Evans Regie, Dan Stevens in der Hauptrolle, und dann war schon der Hackel drunter, weil das sind genau zwei Menschen, die bei mir mittlerweile schon ein bisschen einen Freifahrtschein haben. Dan Stevens ist sowieso ein absolut genialer Schauspieler, meiner Meinung nach vollkommen unterschätzt, und das wäre auch so einer, wenn ich so ein bisschen was zum Reden hätte, da könnten wir uns durchaus einmal über den nächsten James Bond unterhalten an der Stelle. Durchaus ein sehr, sehr spannender Typ, der da jetzt immer mehr, Gott sei Dank, auf der Leinwand und generell in Filmen und Serien sozusagen zu sehen ist. Und dann haben wir am Regiestuhl den Gareth Evans, den Macher der zwei The Raid-Filmen. Und da jetzt hat man dann schon so ein bisschen eine Vorstellung, wie das so ausschaut. Und das muss man gleich sagen, Gareth Evans untergräbt diese Vorstellung relativ geschickt. Das ist kein The Raid, bei weitem nicht. Das ist kein fast-paced Action-Movie. Der ist eher beim zweiten The Raid irgendwo, also sehr charakterlastig, sehr ruhig teilweise erzählt, aber huhu. Gell? Also 18 plus Altersfreigabe, das haut schon hin. Achtung, Apostle ist ein wahnsinnig brutaler Film. Auch wenn er sich sehr, sehr lang Zeit lässt, um diese Brutalität wirklich wirken zu lassen. Aber wenn das so ist, dann geht es schon softig dahin. Gell? Dann wird es schon sehr, sehr brutal. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt gory, sondern einfach physiologisch und psychologisch brutal. Das ist teilweise wirklich relativ schwer auszuhalten. Stärke dieses Filmes ist ganz sicher sein Setting. Auch wenn nicht alles hundertprozentig rund wirkt in allen Szenen, zwischendurch sind mir einfach die Augenbrauen ein bisschen zu sehr gestutzt und die Zähne ein bisschen zu weiß und das alles ein bisschen zu sehr Hochglanz. Trotzdem ist das Setting, das man da aufbaut mit dieser Siedlung und mit dem Ort, mit der Art und Weise, wie das Costume Design da funktioniert, durchaus wahnsinnig stimmig. Das haut alles wunderbar hin. Diese ganzen Sektenthematik, wie sowas funktioniert, dieser Wahnsinn, in den sich Menschen begeben, die dann auch natürlich in eine Spirale mündet, wo es dann wirklich sehr anstrengend wird, das schafft Gareth Evans wirklich komplett auf das Parkett zu bringen. Ich war von Apostle wahnsinnig überrascht, weil genau so eine Filme sind immer sehr, sehr gefährlich. Die gehen meistens oder haben so die Tendenz, dass sie teilweise ins Klischee abdriften, beziehungsweise dann auch einfach zu konstruiert daherkommen. Das war für mich Apostle in keiner Sekunde. Für mich war Apostle eine wahnsinnig intensive Filmerfahrung, den man Netflix so gar nicht zutraut, im Grunde, was das Design, was die Art und Weise der filmischen Umsetzung angeht. Das ist nämlich wirklich sehr, sehr hohes Niveau. Ich würde sogar sagen, wenn der Film im Kino rauskommen wäre, hätte der sicher so sei Kernaudience gehabt. Da, wo wirklich dann große Analysen passieren und so weiter. Ich glaube, dass der auf Netflix fast ein bisschen stiefmütterlich untergangen ist. Der ist wahnsinnig brutal und ja, der hat seine Fehler. Aber trotzdem ist es auf jeden Fall auch so ein Film, wo man sagt, man wirft manchmal Netflix ein bisschen vor, uninspiriert zu sein, ein Copycat zu sein, im Grunde irgendwie das Gleiche immer wieder zu machen, irgendwie nicht aus dem Einheitsbrei irgendwie aufzusteigen, und dann schaut man sich so Filme wie Apostle an und merkt, doch, eigentlich haben die das schon drauf. Eigentlich haben die das schon drauf, da fällt gar nicht viel für einen richtigen Smash. Da ist wirklich, der macht so viel richtig schon. Also wirklich von der Art und Weise, er lässt sich vielleicht, das ist auch noch ein kleiner Schwachpunkt, den man vielleicht mitnehmen könnte, er lässt sich ein bisschen zu viel Zeit, bis dann endlich was passiert, wenn man es so haben will. Es passiert dauernd was, keine Sorge, also es ist jetzt keine Schlaftablette oder so, aber er lässt sich schon sehr viel Zeit, um dieses Sektendasein und die Art und Weise, wie die Menschen dort leben, irgendwie zu etablieren. Da hätte es vielleicht so eine Viertelstunde weniger auch getan, dann wäre es
glaube ich, noch ein bisschen dichter, noch ein bisschen knackiger gewesen. Aber ich muss sagen, wenn man auch, und da muss ich auch wieder sagen, natürlich wird das Ende wieder spalten, das ist ganz klar, weil es ist immer so, wenn ein Film so endet, wie der Film endet, dann ist es in sehr vielen Fällen so, dass dann zwei Lager gibt. Ein Lager, die das voll geil findet, und ein Lager, die damit überhaupt nichts anfangen können. Dazwischen wird es fast nichts geben. Muss ich dazu sagen, für mich hat das Ende allerdings irgendwo funktioniert. Auch wenn das natürlich zum restlichen Film, da können wir dann schon diskutieren, ob das jetzt so sein müssen oder so. Aber auch hier wieder zeigt sich, die Ambition ist auf jeden Fall ja, überdurchschnittlich da. Und ich muss wirklich sagen, ich freue mich, was man vom Gareth Evans noch so sieht. Von mir kriegt Apostle, weil er wirklich wahnsinnig viel richtig macht. 7 von 10 möglichen Punkten und ist wirklich eine Sehempfehlung an euch da draußen, wenn euch Brutalität nicht stört. Und das muss ich wirklich noch einmal sagen. Wenn man sich an dem nicht irgendwo, von dem nicht irgendwo abgestoßen fühlt, dann kann man wirklich sagen, Apostle ist mehr als nur ein Blick wert. Und ich bin, wie gesagt, sehr, sehr gespannt, was von Dan Stevens und vor allem, was von Gareth Evans noch so kommt. Weil dem Kerl würde ich wirklich wünschen, dass er einmal einen richtig großen Gig kriegt. Ich glaube, da liegt ganz, ganz viel unter der Oberfläche, das noch so ins kollektive Bewusstsein gelangen könnte. Also ich habe ja eh schon letztens mit dem Stefan und Lukas von den Watchmen einmal ganz kurz diskutiert. Wenn man da dem Herrn Evans noch einen Stunt-Koordinator in Form vielleicht vom Stahelski daneben hinstellt, dann wäre für mich tatsächlich Gareth Evans ein ganz spannender Blade-Regisseur, weil ich finde, dass dieses religiöse Geschichte, das er da ein bisschen mit reingebracht hat und diese Art und Weise, Atmosphäre aufzubauen, und da rede ich vor allem von zwei Szenen, jeder, der den Film gesehen hat, wird jetzt wissen, welche zwei Szenen das sind, dann muss ich sagen, das würde ich irrsinnig gern sehen. Dark Gritty. Und er hat so ein bisschen eine ruhige Erzählweise, was vielleicht auch mal ganz spannend wäre in einem großen Blockbuster sozusagen. Damit darf ich mich aber auf jeden Fall schon wieder ganz herzlich bedanken fürs Zuschauen. Danke, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch und ciao.